Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bus-Simulator. Jawohl, wir sind hier wieder am Start auf der alten Map, also Seafeld Valley. Und ja, wir haben noch eine Aufgabe zu erledigen, befördere 20 Fahrgäste auf einer Route zwischen Südspeicher, Westspeicher, Ostspeicher und Nordspeicher. Da werden wir jetzt mal rangehen. Ich habe da eine Route erstellt, die anderen Routen habe ich gelöscht, weil ich sonst nicht klargekommen wäre mit den ganzen Haltestellen, weil die halt von der Stufe ja noch nicht so am Start sind. Was wir mal hier ganz krass... Okay, wir latschen alle übers Auto. Ganz krass aufgefallen ist, und hier wird es bei mir safe keine Nachtfahrten geben. Das kann ich jetzt von vornherein schon sagen, weil, ey, die Nacht ist hier so stockfinster. Da siehst du ja nichts. Also... nicht nur, dass ich sehr wenig sehe, wahrscheinlich mehr als ihr dann im Video, und deswegen, also das ist nach wie vor wie im alten Teil. Alter Schwede, ist das hier buggy mit den Leuten. ETF, wo kommen die denn alle her, ey? Latschen alle über Dingens, da steht einer. Oh ne, das ist ja ein Parkplatz, okay. Okay. Egal, wir fahren jetzt mal hier ein paar Runden. So viel wie wir schaffen, mal gucken. Weil, wir haben hier noch ein bisschen bei zu tun, ne? 20 Fahrgäste, obwohl 20 Fahrgäste sind eigentlich relativ zügig erledigt. Guck mal, hier stehen schon mal 5. Da haben wir schon mal ein Viertel weg, ne? Also, vielleicht sollten wir auch die Tür aufmachen. So, kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Hey. Hey. Ja, ein Hey ist schon wieder so mega auffällig, ne? Ja, ne? Die Weinberge sind der Hit. Augenblick. Danke. Schönen guten Tag. Hier. Lady, Ihre hier Fahrkarte. Sie. Vielen Dank. Was mit Ihnen? Oh nein. Aha. Ich habe sie verloren. Genau. Verloren hat sie. Wahrscheinlich. So, wir steigen wieder ein. Hallo? So, jetzt. Okay, und auf geht's. Ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt hier richtig bin. Ne? Müssten wir aber eigentlich. Auf zur Südspeiche. Also hier ist es zeitlich zum Beispiel, ne? 3 Minuten habe ich jetzt so knapp. Wow. Also bis Südspeiche. Südspeiche ist da vorne. Was ist jetzt mit dir? Komm, fahr. Jetzt oder nie. So, auf geht's. Also hier sind die Zeiten sehr gut bemessen. Ne? Also hier sind wir wahrscheinlich jedes Mal extremst zu früh. Aber gut, was willst du machen? Außer vielleicht langsam fahren, geht da nicht viel. So. Aber das Ganze kennen wir ja hier auch schon. Ne? Das ist also mega nice. Gibt so ein bisschen Feeling von damals. Was ich mich noch gefragt habe, habe ich aber noch nicht nachgeguckt. Wird es hier die gleichen Sammelobjekte geben, wie es die damals gab? Vielmehr, gibt es die überhaupt? Ist die nächste Frage. Oh, Rampe kann nicht rausgefahren werden, weil wird blockiert, das ist auch so dumm, ne? So, jetzt und einmal absenken. So, bitteschön. Komm rein. Ich brauche eine Fahrkarte. Kannst du haben. Kriegst du, kein Problem. Studententicket. Einfache. Da. Danke. Gerne. Diese Woche brauche ich mehr als eine. Mehrere sogar. Aha, jetzt kommt es. Jetzt geht's in die Vollen. Danke. Gerne, kein Problem. Hau rein. So, wir checken mal aus hier. Alle drin. Was mit dir? Augenblick. Danke. Und die beiden haben Fahrt. Wo sind denn die anderen alle hin? Alle ausgestiegen? Ja, moin. Na dann. So. Einmal Rampe wieder rein. Und auf geht's. Wenn natürlich ein Rollstuhlfahrer rein. Ah, ne. Ich wollte gerade sagen. Dann passt's mit der Zeit. Ne, tut's nicht. Alter Schwede, das ist echt übel, ne? Aber gut, was willst du machen? Ich habe immer noch nicht rausgefunden, ob man das irgendwie einstellen kann oder so, die Entfernung zu den Bushaltestellen. Das ist ein bisschen übertrieben.
Die Nordspeiche. So, da sind wir wieder. Zack. Raus mit euch. Und rein mit dir. Nur hin, bitte. Kein Problem, kannst du haben. Hey, hast du je überlegt, Künstler zu werden? Du scheinst ja ein Händchen für sowas zu haben. Ach, da fällt mir ein. Ich habe dir noch gar nicht gezeigt, wie man neue Strecken erstellt. Immerhin musst du früher oder später ein ganzes Streckennetz für die Stadt anlegen. Hm. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Wow, das ist ja perfekt gelaufen. Gratuliere. Ich habe mit der Stadtverwaltung gesprochen. Sie wollen, dass wir mit der Firma expandieren. Ein paar neue Leute einstellen, neue Busse anschaffen. Für unsere Bemühungen haben sie eine Provision angeboten und die Genehmigung erteilt, das Streckennetz auf die gesamte Region nördlich des Stadtzentrums auszuweiten. Klingt gut. Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, sollten wir langsam neue Busse kaufen. Auf in den Busladen. Da sollte eine kleine Auswahl zur Verfügung stehen. Okay, wir haben eine neue Aufgabe bekommen. Na dann. Dann setzen wir doch mal eben hier den Kollegen hier an den Start. Ja. Kommt er? Ja. Okay, alles klar, ist drin. So, wir brauchen einen. Was? Warte mal. Ja, danke schön. So, wir brauchen einen neuen Bus. Wie viel Geld haben wir denn überhaupt? 196.000? Aha, okay. Erhalte einen Zahltag auf einer Route zwischen Westspeicher, Ostspeicher. Warte mal, das war. Das ist Ost und West. Okay, dann. Stockerplatz ist. Nein. Der ist da. Ja. Und Zellermann Forschungszentrum war, glaube ich, hier hinten, ne? Ah, verdammt, wir könnten die Route noch fahren. Der letzte Bus wäre zu früh gewesen, aber mit dem nächsten komme ich zu spät. Es müsste einen Bus dazwischen geben. Theoretisch müssten wir die fahren können, weil die Haltestellen werden alle bedient. Okay, achso, halt, nee, da wollte ich nicht hin. Ja. Einmal zum Busdealer, gucken wir uns das Ganze erstmal an, schauen mal, was wir uns für einen nicen Bus holen können. So, 100.000. Was nehmen wir denn da? Ach so, wow. Ne, Moment, halt mal. Was ist her? 158.000, okay. Yo. Für 250.000, ne, da kann man leider nicht kaufen. Die anderen sind alle noch gesperrt, ey, guck an. Ah ja, okay. 490.000, mhm. Ja, nö, dann bleibt's wohl dabei, dass wir... komm, dann nehmen wir mal ein MAN, würde ich sagen. Aber warte mal, was war das für einer? 158.000. Der hat natürlich viele Sitzplätze und so, ne? Soll man den nehmen? Ja, komm, wir nehmen erstmal einen MAN Lion City. Zack. Aber auf hier, Jungs. Einer. Tür zu. Und Abfahrt. Ist hier eigentlich jetzt auch nochmal so hier. Mach eine Testfahrt. Gibt's hier eigentlich, das müsste ich mal nachgucken. Trophäentechnisch. Also ich habe gerade eine Trophäe bekommen. Ich weiß noch nicht, was für eine war. Ich hab's nicht zu spät gesehen. Oder vielmehr nicht drauf geachtet. Oha, guck mal hier. Guck, ey, warte mal. Wow, was ist das denn, Buggy-mäßiges? Guck mal in den Rückspiegel. Sieht aus, als würdest du über Erde fahren. Das ist ein bisschen traurig, ne? Ich fahre jetzt mal raus, kauf den Bus mal. Ich bin mal gespannt. Guck mal, hier sieht es aus, als würdest du über Wiese fahren. Alter Schwede, was ist hier los? Das finde ich aber jetzt nicht so schön, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, möchte ich. Vielen Dank. So, okay, die Aufgabe haben wir erledigt. Dinge sind unten. Läuft.
Naja, gut, okay, aber hier wird wenigstens die Straße angezeigt. Das ist ja schon mal wenigstens etwas. So, halt, stopp. Was mache ich denn jetzt mit dem Bus? Erstmal umlackieren, würde ich sagen. Nee, da will ich nicht hin. Bus wechseln. MAN, ja. So, anpassen. Mein Aussehen, Werbung, mein Aussehen, Hopfer, Vollverklebung, da gucken wir direkt als erstes drauf hier. So, was nehmen wir denn da? Toby. Ja, die finde ich eigentlich schon ganz geil, ne? Nehmen wir die. So, nein, Werbung. Nehmen wir da. Die passt irgendwie voll geil da drauf, ne? Dieser Tobi-Aufkleber da, ja gut, okay, was soll's. Die Aufkleber müssten ein bisschen angepasst werden, ne? Also irgendwie. Ich weiß es nicht, passen die nicht so richtig da rein. Ne, wir nehmen, ich würde sagen den. Jo. Ist gekauft. So, sehr schön. Immer hier. Das Blau würde eigentlich ganz gut passen, ne? Das Türkis eher nicht. Ne, wir bleiben bei dem Blau. Zack, jawohl. Lala, ja. Okay, Hammer. Sehr schön. So, jetzt müssen wir noch mal gucken. Wir gehen noch mal auf Route 2, war das mal? Jo. Obwohl, ne, warte mal, da könnten wir ja theoretisch. Soll man den damit draufsetzen? Vollzeitbus. Jo. Setzen wir den da drauf. Zack. Jetzt fahren. Und nehmen den. Ah, okay, jetzt kann ich auch direkt hier losfahren. Okay, schauen wir mal, ob das funktioniert hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, der fährt hier anders, der MAN, als im auf der anderen Map. Ja, wir schauen mal, ne? Ob wir jetzt hier mit dem Bus, wie schnell hat die eigentlich eben die 20 Fahrgäste am Start? Befördere 25 Fahrgäste auf einer Route zwischen. Also theoretisch müsste es passen, ne? Weil alle Haltestellen, die gefordert werden, sind auch auf der Route mit drin. Also von daher sollte es eigentlich funktionieren. Schauen wir mal. Oh Gott, ich muss mir mal ein altes Video von dem alten Bus-Simulator, also vom Vorgänger, anschauen, wo ich die ganzen Sammelobjekte da mal gefunden habe. Ich weiß gar nicht mehr, wo die alle sind. Und muss mal schauen, ob ich da oder ob ich die hier auf der Map dann an der gleichen Stelle wieder finde. Ich weiß noch, einmal mussten wir irgendwo in den Wald reinlaufen oder sowas. Keine Ahnung, muss ich mir nochmal raussuchen. Ne? Dann müssen wir es bei Gelegenheit mal abchecken. So, wo muss ich denn jetzt hier lang? Naja, wir werden sehen. Schauen wir mal. Schauen wir einfach mal und gucken, was passiert. Blub, blub. Über die Drempels. Ah, hier sind wir aber zeitlich eigentlich, glaube ich, ganz gut unterwegs. Ja, komm, Kollege, fahr. Bitte fahren Sie jetzt. Dankeschön. Einmal hier rum. Oh, der war eng. Okay. So, Stockerplatz. Hier müssten wir. Sind wir hier am Stockerplatz? Müsste sein, ja.
Nehmen wir mal die ersten Fahrgäste auf. Stöckerplatz. Juhu, wir können eine Bushaltestelle ausbauen. Hey, zack, direkt auf Stufe 2. Sehr schön. Jawohl, da haben wir den Schalltag. Finde ich gut. Damit haben wir die Aufgabe schon abgeschlossen. Ja, läuft. Ging ja schneller als gedacht, ne? Hallo, Sir, kommen Sie mal rein hier. Margarete meinte, man muss einfach die Schokolade temperieren, aber ich hab hier... Oma, laber die Leute hier nicht voll, bitte. Du schwarz so viel, ne? Oh, ich stell hier mal ein bisschen Senf hin, da kann ja jeder mal seine Frikadellen da mit reinballern. Ja, gestern hatte ich eine, da haben sie nicht kontrolliert. Ne, gestern gab's den Bus auch noch nicht. Aber er soll in der Tür stehen, oder was? Stimmt bei dir nicht. So, weiter geht's. Auf geht's, weiter! Oha, jetzt sind wir zu spät, guck an. Ah ne, 1:08, jetzt passt's wieder. Sehr schön. Die Südspeiche. Fahren. Oder ist ja irgendwo eine Ampel? Ich sehe keine. Ah, oh, jetzt latscht der Opa da noch über einen Zebrastreifen voran. Okay, so viel zum Thema. Wir sind immer überpünktlich. Wahrscheinlich doch nicht. Ja, da könnte der Nächste über die... Fahren. Fahr so platt, ist doch egal. Kostet 20.000. Ist relativ günstig. Alter, will der da stehen bleiben oder was? Ja, natürlich. Und jetzt kommt der Nächste. Wer hätte damit gerechnet? Wahrscheinlich niemand. Fahren über den Haufen. Da und da kommt noch einer. Ja, natürlich. Klar. Wie viele Leute stehen hinter mir? Ich würde da gerne dran vorbeifahren. Pass auf, jetzt wartet der noch, bis der ganz rechts da angewackelt kommt. Oh, Digga, fahr doch mal jetzt. Okay, dann, nein. Dass der Kollege sich hier mal entschieden hat, zu fahren. Ja, und du latschst natürlich jetzt los. War ja klar. Geh weg, Oma. Runter von der Straße. Wo, wo ist das? Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? Es nennt sich Bus. Oder Motor. Oder keine Ahnung. Oder hör auf mit den Substanzen, die du zu dir nimmst, dass du irgendwelche Geräusche hast. Aus dem Weg! Bus in Eile! Guck mal, jetzt sind wir aber wieder zu spät, nur weil der Opa da vorne wieder gar nicht gefahren ist, ne? Weil er da immer eine halbe Stunde gestanden hat. Danke für nicht. Südspeiche. Südspeiche. Die sagt aber hier die Bushaltestelle spät an, ne? Und zack, jawoll, auch die aber mal auf. Ein schöner Tag. Nice, ne? Richtig geiler Tag. Ich hatte mal schon, du hast schon bezahlt. Wo hab ich denn? Weiß ich nicht. Hier ist die Fahrkarte. Lady, sie hatte ich aber noch nicht, ne? Ist der Klang, du meiner Katze. Sie heißt Munzi. Scheiß Ernst. Erst geht die mir mit ihren Katzenbildern auf den Keks und dann hört ihr noch laut Musik. Wisst ihr, wenn ich irgendwann mal, also gut, okay, ich werde wahrscheinlich nie eine Katze haben, aber sollte ich irgendwann mal eine Katze in Real Life besitzen, wisst ihr, wie die nie heißen wird? Mauzi. Ich glaube, der kann schon ein bisschen Hals umdrehen, ne? Fahren. Wo will er denn hin? Boah, Alter, die Fahrerei hier ist aber echt nervig. Entschuldigung. Komm, fahr. Boah, nein. Nein, ich will hupen. Okay, so viel zum Thema überpünktlich. Na, also das mit dem überpünktlich, das können wir uns voll von der Backe putzen. Das wird hier nicht funktionieren. Laufen. Sehr schön. Oh, hier gibt es wieder Winter der Leidenschaft. War das im alten Teil auch Winter der Leidenschaft oder war das? Ja, ne? Winter der Leidenschaft. Ja.
Wie Susanne, Summer of irgendwas, ne? Summer of Affection, oder wie hieß das andere? Ah, so ein schöner Tag. Mhm. Es ist viel zu heiß draußen. Aber das mit dem viel zu heiß, das stimmt. Heute war es auch übelst warm. Erdbeeren im Garten meiner Eltern sind sicher fast reif. Na klar, hier, bitte. Okay. Erdbeeren. Papas Erdbeerkuchen. Moment. Wenn du Erdbeerkuchen kriegst, ne, bring mir ein Stück mit. Ich hab sie doch schon gezeigt. Okay. Wollte nur mal anquatschen wegen dem Erdbeerkuchen. Ach so, hier. Lady. Hier ist sie. Erdbeerkuchen mit Sahne, der Hit. Könnte ich mich reinsetzen. Aber wer könnte das nicht, ne? Erdbeerkuchen, es gibt nichts Geileres. Da ist wohl jemand eingeschlafen. Ah ja, okay. Nächster Halt, mitten auf der Straße, immer noch. Alter Schwede, ist das hier schlimm. Nicht stehen bleiben, fahren. Oh Digga, fahr doch irgendwann auch nochmal. Ja, jetzt nicht, jetzt laufen da Leute rum. Jetzt, Vollgas, komm. Mit quietschenden Reifen, ab geht's. Ey, ich breche ins Essen hier, ne? Boah, Alter, ist das schlimm. Alter, fährt er heute nochmal oder wie sieht das aus? Frage für einen Freund. Alter, wir sind so zu spät. Okay, der hier vor mir fährt gar nicht. Ja, danke schön. Okay, vergessen wir das mal. Ciao. Aber lauf. Schneller. Mann, ist ja schlimm hier, ey. Die fahren ja hier überhaupt nicht. Also manchmal war das ja auf der anderen Map ja schon kompliziert, wenn irgendwo ein parkendes Auto stand oder so. Aber hier ist ja Katastrophe. Ich bin 10 Stunden zu spät hier. Zellermann Forschungszentrum, jawoll. Wow, das passt genau. Ja, zu spät, kann ich nichts für. Was ist das mit dem Verkehr? Die Trottel da nicht fahren. Eben hat die Stadtverwaltung angerufen. Was? Sie erteilen uns die Genehmigung, die nördlichen Bushaltestellen wieder in Betrieb zu nehmen. Juhu. Gute Arbeit. Ich möchte dir gern Peter Baumann vorstellen. Er hat den Wunsch geäußert, zukünftig mit uns zusammenzuarbeiten. Ganz richtig, hallo. Ich habe euer Projekt bisher sehr gespannt verfolgt. Ich bin Sprecher der Handelskammer und wir möchten das Mobilitätsnetzwerk zwischen unserer Stadt, den angrenzenden Dörfern, Freizeitarealen und dem Businesspark optimieren, um die Lebens- und Arbeitsqualität der Menschen zu verbessern. Wenn ihr uns dabei helfen würdet, könnten wir mit der Stadtverwaltung verhandeln, um die Agricultural Area im Osten der Stadt für neue Strecken zu öffnen. Das klingt gut. Ich schlage vor, mit der Erstellung von Rundstrecken zu beginnen, denn die eignen sich sehr gut, um viele Passagiere hin und zurück zu bringen. Ja, die eignen sich richtig gut. Alter, was ist denn hier los? Voll geil. Wir haben schon wieder was Neues an den Start gebracht. Warte mal, zeig mal. Was haben wir jetzt hier freigeschaltet? Verbinde Oakville, Siegwalden, Astrapark, Spokes. Wo ist denn Astrapark Spokes? Astrapark ist hier. Was? Siegwalden? Oakville? Ah, okay, also die drei hier. Oakville. Ja gut, kein Problem, ne? Aber was ist denn... Moment, warte mal, hier steht Astrapark. Und was ist das? Auch Astrapark. Okay, I don't know, was Astrapark Spokes sein soll. Egal, wird das hier oben sein. Ja, wenn wir mal eine neue Route erstellen müssen, wa? Nehmen wir denn da? Nachfragenroute? Was hätten wir denn da? Warte mal. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Ah, würde sogar gehen, ne? Ja, machen wir mal eine Nachfragenroute. Why not? Why not? So, pass auf, wie würden wir die denn gestalten? Ich würde sagen, einmal von hier nach da. So, auch wenn ich das irgendwie selten dämlich halte, aber naja, gut. Dann nach hier. Dann, oh Gott. Okay, die ist ein bisschen shitty zu fahren dann, ne? Ja gut, warte mal, wir könnten dann die hier nehmen. Die ist zwar jetzt eine riesige Route, obwohl, warte mal. Können wir die nicht auch anders machen? Na, wir schauen mal. Dann könnte man die hier hinsetzen. Hallo? Ja, die. Dann die. Dann nehmen wir die hier mit. Ist zwar ewig weit und alles, ne? Aber hey, was soll's. So, und... so, zack, wären wir ausgeglichen, richtig? So, fährt der denn... Ach so, ah, okay, der fährt dann hier einmal um Kreis und fährt dann da wieder rum. Ah ja, okay. Gut, ist ein bisschen dumm, aber gut, was soll's. Möchtest du? Nein, möchte ich nicht. Und zack, haben wir die Aufgabe auch erledigt. Sehr schön. So, halt mal... Nein, stopp, zurück. So, warte mal. Route 2. Das nehmen wir hier. Den Bus raus, ja. Dankeschön. Und gehen auf Route 3 und setzen hier einen Vollzeitbus ein und das wäre dann hier der MAN. Zack. Haben wir das schon mal am Start. Befördere 30 Fahrgäste auf einer Route zwischen Oakville, Siegwallen, Astra Park, Swolfe. Wo ist denn Schober Grounds? Ach, das haben wir auch noch freigeschaltet, oder was? Verbinde Schober Grounds, Siegwallen und Ei, guck an. Ja gut, wäre nicht das Problem. Könnten wir hier, Siegwallen, wären wir hier voll am Stissel, ne? Okay, das mache ich dann noch. Dann werde ich hier, keine Ahnung, nochmal so eine Route erstellen. Dann wird es aber hier schwierig, ne? Dann werden wir wahrscheinlich hier rüber fahren müssen. Bis zur Ostspeiche und hier rum oder sowas. Gucke ich mir mal an, weil ne, wir haben ja noch nicht so viele Level. Da können wir noch nicht so viel machen. Aber wir bräuchten auch noch einen dritten Bus, richtig? Wie viele Busse haben wir denn jetzt eigentlich? Also, okay, zack. Wir haben aktuell 3 Busse im Besitz. Ah ja, okay. Moment. Welchen haben wir denn noch? Die Route einziehen, ne? Die kann ich nicht löschen. Ich weiß gar nicht warum. Hier hätten wir noch den Lion City Car. Wie viel Geld haben wir denn? 167.000. Wir könnten noch einen zweiten Bus kaufen. Ne? Wäre jetzt auch nicht schlecht. Weil hier die Route macht eigentlich ganz gute Einnahmen. Ja. Ja gut, da sind wir jetzt noch nicht gefahren. Ja, kriege ich hin. Kriege ich hin, machen wir. Ach nö, es regnet. Nicht schlecht. Naja, egal. Das bekommen wir hin. Da werde ich nochmal eine Route erstellen. Dann fahren wir in der nächsten Folge die Routen mal da durch. Und gucken mal, was wir da erreicht kriegen. Würde ich sagen. Ich schaue gerade mal hier, ob es hier irgendwo ein Ding jetzt gibt. So. Irgendwie nicht. Ah, warte mal, hier ist eine Statue. Hat sie was zu sagen?
Man weiß es nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall nichts bekommen. Ah ja, ist egal. Okay, ich gehe mal hier unter den Bäumen weg, weil im Gewitter unter Bäumen stehen nicht so geil ist. Deswegen, ja, dann machen wir hier Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Bewerten, kommentieren und natürlich auch gerne kostenlos Abo da lassen. Ich bedanke mich dafür vielmals, weil das fördert den Kanal und ja, geht dann immer weniger. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und ja, schönen Tag noch. Bis demnächst. Ciao, ciao.